Hallo und herzlich willkommen zur, Let's Advent, ne? Wie immer, ich bin der Elson 87 und diesmal geht es um, natürlicherweise um den 4. Dezember. Und ich habe mir jetzt überlegt, ich zeige mich mal jetzt mal richtig hier davor, also was hier über YouTube nicht geklappt hat oder so. Versuche ich das immer so im natürlicherweise, hoffentlich sieht man mich überhaupt hier in der Kamera, auf der Kamera. Na so, ich möchte erstmal 10 Dinge erstmal wegmachen. Nämlich natürlicherweise habe ich gesehen oder gemerkt, dass sehr viele geschrieben haben, dass natürlicherweise dieses Tutorial von IMVU ganz viele geschrieben haben. Das war jetzt mein Onkel. Und ich mache jetzt mal zu. Moment mal. So. Und ich möchte euch mal sowas sagen. Ich wollte bloß versuchen, es euch zu zeigen. Es ist kostenlos. Also es gibt 5 Dinge bei diesen IMVU. Es ist kostenlos. Ja, es ist kostenlos, wenn man es sich installiert, downloadet und so. Aber jetzt kommt dieses Ausrufezeichen. Aber es ist kostenpflichtig, wenn ihr VIP seid, also VIP, also wenn ihr bezahlen wollt oder sonst irgendwas, wie zum Beispiel den Access Pass, diesen anderen Pass, diesen OP Pass. Einfach alles, weil ich habe mir das alles angeschaut, den VIP, das alles abgehakt, aber kostet dann Geld und pro Monat zieht das euch Geld ab. Und dann ist noch eine Sache, die ich gerne wegnehmen möchte, nämlich ich mag es nicht gerne, dass, und zwar welche mit Daumen hoch oder Daumen unter das machen, es ist mir völlig geil. Hauptsache ihr habt es euch angeschaut, Hauptsache die Aufrufe zählen und Hauptsache ihr habt Kommentare geschrieben und nicht so eine Rumgeflämme, ja, deine Videos sind scheiße und so ein Dreck. Ich kann bloß mit dieser Kamera einfach aufnehmen, weil es ist mir einfach zu teuer, weil ich bin kein Partner oder sonst irgendwas. Ich mache das nur bloß aus Fun, also ich mache das nur bis so Spaß, das Let's Play ist. Es ist halt so, wie sollte man das sagen? lustig zu sehen, wie einige schreien. Ja, die Quali ist schlecht, aber aber du bist wesentlich gut, also das ist wesentlich was. Okay, ja. Und ja, da möchte ich nochmal sagen, ich hoffe, ihr habt bestimmt morgen wahrscheinlich lustig Zeit, weil morgen ist es soweit, weil der Mann im roten Mantel kommt. So, ja, der Mann im roten Mantel kommt. Der Mann im roten Mantel. Spaß. ja, natürlich, ich bin so ähnlich wie der Typ, der auch so, also, der sieht so fast ähnlich wie aus wie ich, also, sagen wir mal, der Peter, also Peter, der Debitor, also, war nicht so Ähnlichkeit, also nicht so eine verdammte Ähnlichkeit, wenn ich mal sage, so verdammt oder, ach, ficken und so ein Scheiß, ich sage das jetzt nicht mehr so grundsätzlich nicht mehr, weil ich habe das Gefühl, dass ich jetzt langsam älter werde, weil erstens, ich bin im Jahre 1987 geboren und 97 habe ich angefangen ja mit Videos aufzunehmen, weil die Videos waren sehr uralt gewesen, aber da hatte ich kaum Zeit, da musste ich zeichnen,
schreiben und so weiter. Kennt man ja Schule und sowas. Und ich kann nur bloß eigentlich eins sagen, Schule ist was für ein Arsch, ey. Wenn man da was gelernt hat, dann vergisst man das so schnell. Ohne Scheiß. Das ist totaler Ernst. Ich verarsche euch nicht. So, hin und wieder werde ich euch jetzt mal sagen, das war's. Ich glaube, ihr habt bestimmt nicht die Tür Nummer 5 aufgemacht. Und ich sage, bis dahin, tschüss, euer Isa.